der Audi R8 von Phoenix Racing fürs 24-Stunden-Rennen. Drei Stück gibt es insgesamt davon. Das Auto in Grün wird unter anderem gefahren von Markus Winkelhock, der dieses Rennen bereits mehrere Male gewonnen hat und uns jetzt erklärt, wie so ein Audi R8 tatsächlich funktioniert. Markus, am besten fängst du vorne an, oder? Ja, im Prinzip ist es der altbewährte R8, wie man schon seit längerem kennt, auf den Rennstrecken dieser Welt. Diese hier ist jetzt die neue Evo. Das heißt, wir haben einen neuen Frontsplitter, einen neuen Heckdiffusor und einen neuen Heckspoiler. Was ist neu am Frontsplitter, wenn wir gerade vorne stehen? Einfach die Form. Die Form ist nochmal aerodynamisch nochmal verbessert worden. Vom Heckdiffusor her haben wir ein bisschen weniger Aerodynamik vom Diffusor, dafür mehr vom Heckflügel. Das heißt, wenn wir auf Schwesterauto gucken, zeig es mal da dran. Was hier einfach, wir hatten hier beim alten Diffusor noch diese Finnen. Die haben wir jetzt weggenommen, das nimmt ein bisschen Performance weg. Dafür haben wir mehr effizienteren Heckflügel und das hat das ganze Auto ein bisschen fahrbarer gemacht, das Fenster vom Setup her größer gemacht. Und das ist natürlich nicht nur für Profi-Rennfahrer wie mich, sondern auch für Kunden. Es sind ja viele Gentleman-Fahrer auch auf dem R8 unterwegs. Für die ist das Auto jetzt einfach angenehmer und leichter zu fahren. Ja? Und auch für die Mechaniker und Ingenieure ist es ein bisschen leichter zum Abstimmen, weil das Fenster, wie gesagt, nicht mehr ganz so klein ist, wie es beim Vorgängermodell der Fall war. Wo wir gerade von der Aerodynamik reden, die beiden knallroten Abtriebsecken, Flex genannt, da gibt es entweder die Möglichkeit, mit zwei zu fahren oder mit einer. Die Flex, mit zwei auf jeden Fall. Bringt mehr Abtrieb, wie man denkt. Also die sind auch richtig, richtig stabil. Ja? Die sehen zwar ein bisschen filigran aus, aber die halten schon richtig was aus. Macht auch viel aus, sollte man sich, egal ob Sprintrennen oder auch hier beim 24er, tunlichst am Auto lassen, weil es doch viel an Performance auf jeden Fall bringt. Wir sehen ja auch diese Laserlights hier an der Seite verbaut und auch hier die Centerlights in der Mitte. Ist auch immer so ein Thema, wo man gucken muss, dass man am Anfang des Rennens oder bis die Nacht vorbei ist, wirklich keinen Kontakt haben sollte, weil das ist wirklich für die Performance in der Nacht, für den Fahrer, die Sicht, wirklich extrem wichtig und die sind sehr, sehr hilfreich bei so einem Endurance-Rennen. Im Prinzip, das ist, sag ich mal, das normale R8-Auto, was noch anders ist zum Beispiel, du hast hier, haben wir unser Blue Light, das ist quasi die GT3-Fahrzeuge, die haben dieses blaue Flashlight, das quasi die langsameren Fahrzeuge im Rückspiegel sehen. Von hinten kommt einer mit dem blauen Flashlight, könnte schneller näher kommen und ich muss eventuell gleich Platz machen. Schauen wir mal, die Bremsen auch? Vorne rein, Bremsen, wo wir gerade da stehen, Stahlbremsen sind. Brembo Bremsanlage, 6-Kolben Bremsanlage. Im Prinzip gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Wir fahren hier beim 24-Stunden-Rennen. Könnten wir fast mit einem Satz durchfahren. Wir machen aber irgendwann nach der Nacht einen Sicherheitswechsel quasi. Machen nochmal neue Belege drauf auf jeden Fall. Nur Belege? Hier sehen wir es mal im Auto. Nur Belege oder auch Scheiben? Das ist, also bei uns ist geplant, dass wir wahrscheinlich nur Belege machen. Und kostet auch kaum Zeit. Die Jungs trainieren das vor dem Rennen. Also die machen, ich glaube, in 1,5 Minuten wechseln die kompletten Belege, obwohl es heiß ist, noch ein paar hundert Grad hat. Das heißt, mit unserer Mindeststandzeit von 3 Minuten ist es quasi ohne Zeitverlust. Das machen die ganz normal während dem Boxenstopp. Vielleicht können wir noch mal kurz hinten reingucken hier. Der 10-Zylinder R8 Motor 5,2 Liter ist im Prinzip ein Serienmotor. Das sind einzelne Bauteile, die nicht ganz der Serie entsprechen, aber im Prinzip ist es wirklich der Serienmotor. Hält auch ohne Probleme 30.000 Kilometer Volllast auf der Rennstrecke aus. Also da hoffe ich mal, dürfen wir uns für die 24 keine Sorgen machen, was die Qualität anbelangt. Motorenmäßig sind wir da bei Audi sehr, sehr gut ausgestattet. 5,5 Liter V10, sagst du, wie viel PS hat er in der NLS-Auskleidung? Ganz genau weiß ich es nicht mit dem aktuellen Restriktor. Ich denke mal, wenn er frei ist, 610 mit unserem Restriktor hier, da wird schon einiges an Leistung weggenommen. Ich denke mal, das sind wir so um die 500 PS. So, dann. Wenn das Flanke weiter vorbeischaut, die Form der Außenspiegel finde ich immer so faszinierend. Außenspiegel, sie sind mittlerweile schon ziemlich aerodynamisch geworden im Vergleich zum Serienauto. Das ist auch so ein Ding zum Beispiel, da haben wir, weil die Lichter im GT3-Auto sind so extrem stark. Das heißt, wenn du hinter dir ein Auto hast in der Nacht, müssen wir hier in der Tür
Vielleicht kannst du es mal die Tür auf der anderen Seite aufmachen. Da haben wir eine Folie reingeklebt am Spiegel von innen, dass du quasi nicht geblendet wirst von dem Auto, das hinter dir fährt. Und es wird dann Nacht für Nacht, am nächsten Morgen wird es abgezogen, die Folie. Aber nachts ist es auf jeden Fall wichtig, weil du einfach von hinten so extrem teilweise geblendet wirst. Das ist dann wirklich für deine eigene Sicht extrem Nachteil. Wir sehen hier eine Funkantenne. Ihr seid während des Rennens verbunden mit der Box. Genau, also hier ist natürlich Funkantenne. Wir haben Telemetrieübertragung auch. Also das Auto wird quasi komplett überwacht. Da kannst du alles sehen. Alle Temperaturen, alle Drücke, Reifenluftdrücke, Öldruck etc. Also die können komplett von der Box aus sehen, ob noch alles okay ist, ob alle Systeme perfekt funktionieren. Logischerweise wird auch gefunkt und alles, sage ich mal, gerade hier auf der Nordschleife, Wetterkapriolen, da kannst du an der Strecke, Streckenzeit ist es trocken, nach drei Kurven ist es wieder nass und wir haben zum Glück mehrere Autos auf der Strecke und da wird dann auch untereinander immer kommuniziert und das heißt dann hier hohe Acht, Vorsicht, Öl fängt an zu regnen, keine Ahnung. Also deswegen ist Funk extrem wichtig bei so einem Rennen wie hier auf der Nordschleife. Wollen wir mal reingehen? Ja. Ja, hier innen. Sicherheitsnetz muss man innen erst mal weg, damit man was sehen kann. Genau, Sicherheitsnetz muss ich hier mal aushängen. Yes. So. Ja, im Prinzip, das ist unser Lenkrad, das neue auch von der Evo. Du hast hier einige Knöpfe, ich nehme jetzt mal die, sag ich mal, die wichtigsten. Das ist Traktionskontrolle. Wir haben zwei verschiedene, das ist lateral, also das erste Ansprechen, das ist long, das ist quasi die Freigabe der Traktionskontrolle. In der Mitte ist das ABS. Hier haben wir die Dashpage, hier, da können wir das Dashboard umstellen. Ich mache mal kurz an. Ja. Da können wir quasi die verschiedenen Pages anwählen. Hier haben wir zum Beispiel schwarz für die Nacht, da wirst du nicht so geblendet. Das fahren wir tagsüber zum Beispiel. Hier an den Knöpfen zum Beispiel, das ist der Startknopf. Hier haben wir den Pitspeed, Flashlight, wenn da irgendein langsames Auto vor dir ist, Scheibenwischer, Killswitch, wenn du in die Box kommst, drückst du quasi den Killswitch und dann geht der Motor automatisch aus. Wenn das Auto 0 km/h erreicht hat, geht der Motor automatisch aus. Funkknopf, hier haben wir Trinksystem, also ist im Prinzip fast alles am Lenkrad. Wir haben noch hier seit diesem Jahr mit der neuen Evo Air Conditioning, also Klimaanlage, kannst du hier einstellen. Dimmer zum Beispiel, da kannst du hier nachts, wenn es ein bisschen zu hell ist, kannst du hier das Display heller umgang. Das ist dann alles hier in der Mittelkonsole. Fuel Reset wird nach jedem Boxenstopp gemacht. Dann machst du hier drüber, dann geht hier die Anzeige auf Null. Und dann läuft quasi der Sprit nicht wie im Straßenauto runter, läuft er von hier von unten nach oben und du siehst, wie viel Sprit ich schon verbraucht habe. Und bei 112 Liter weißt du dann, jetzt laufe ich gleich trocken. Das solltest du tun, nicht vorher in die Box kommen. Hier haben wir noch unsere Pit-Time quasi. Jeder hat eine Mindest-Pit-Standzeit von 3 Minuten. Und hier sieht man Leave bei 0, also die Zeit läuft von 3 Minuten runter. Wenn hier die Anzeige auf 0 ist, dann weiß ich, okay, ich kann jetzt losfahren. Hier, das ist zum Beispiel die Trinkflasche. Kleine Minibar. Kleine Minibar. Da wird quasi dann immer die Trinkflasche gewechselt beim Boxenstopp. Hier ist die Driver-ID, also da ist quasi hier unten Winkelhock-Win. Ja. Dann gehe ich quasi, wenn ich einsteige, gehe ich auf meinen Namen und dann wird es quasi automatisch angezeigt auf dem Zeitenmonitor. Hier Funkgerät, kann man noch ein bisschen laut leise stellen. Ja, ansonsten glaube ich, gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Hier ist das Belüftungssystem noch, was ganz, ganz hilfreich ist. Und ja, Trinksystem haben wir dann, hier wird Funk und Trinksystem, dann wenn ich eingestiegen bin, angeschlossen. Was liegt hier alles noch rum? Ja, hier ist das Zusatzgewicht mit zum Beispiel drin von der BOP-Gewichte und hier ja, im Prinzip diverse Elektronik. Wischwasserflasche kann man hier noch wechseln für die Nacht quasi oder für tagsüber, wenn es mal so leichten Spray gibt und nicht viel Wasser auf der Strecke ist. Ist es im Prinzip wie im Straßenverkehr. Ab und zu braucht man ein bisschen Wischwasser. Das habe ich ja in dem Auto natürlich auch verbaut für die 24 Stunden. Dankeschön.